Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Ich stehe wieder im Garten und das Wetter ist super geil hier in Grömitz. Ich freue mich, dass ich für euch wieder was Neues kochen darf. Ich habe mir eine Spanferkelkrone organisiert. 1,6 Kilo ist die, glaube ich, schwer. Davon werden wir heute einen Teil verarbeiten und zwar werde ich das im Dutch Oven machen. Und das wird dieses Video werden. Wir machen aber noch ein zweites Video. Da werde ich die schön auf meiner Barrel schön braten mit schönen Beilage dabei. Das wird aber ein anderes Video und das kommt dann hier nach. Lass uns beginnen. Ich spiele jetzt den Jingle und in der Zwischenzeit räume ich meinen Kram hierher und dann geht das los. So, ich habe mir überlegt, dass ich einfach 3 Ribs werde ich behalten für das nächste Video und die anderen Ribs, die werde ich gleich schön anbraten. Das heißt, ich schneide die jetzt einmal hier runter. Boah, sind die mit der Fett hier. Aber macht ja nichts. So, das sind die 6, die ich jetzt verarbeiten werde. Das sind die 3, die will ich nachher schön auf der Platte machen. Die lege ich mir jetzt zur Seite und die werden wir jetzt gleich schön würzen. Und ich muss mal eben schnell meine Kohle anschmeißen. Ich habe mir schon mal ein bisschen Pfeffer organisiert. Den machen wir jetzt hier schön drauf. Und dann machen wir gleich noch schön Salz darüber. Schön daneben. Man muss hier, wenn man draußen arbeitet, muss man halt auch immer darauf achten, dass da irgendwie auch ein bisschen Wind sein könnte. Ja, so, ich drehe jetzt noch mal ein bisschen weiter und dann geht das gleich auch mit dem Video weiter. So, das Reisöl ist schon heiß. Ich komme jetzt mit meinem Spanferkel und dann wird das hier schön drin angebraten. So, mein Setup könnt ihr jetzt ja aussehen, schön in der Barrel gemacht. Da muss man sich auch nicht mehr bücken, das geht wunderbar. Nur zur Info, ich habe meine Barrel Q, habe ich dieses Sieb hier unten, wo die Kohle reinkommt. Das habe ich ein bisschen erhöht, kann man hier sehen, hier sind so Schrauben jetzt drin. Das war ja vorher geschweißt, das ist jetzt ein bisschen höher. Wenn ich dann meine Platte oben drauf habe, habe ich erheblich mehr Leistung. Und das Gitter, was da normal bei ist, benutze ich ja eh gar nicht. Wir braten die jetzt hier einfach nur an, um schön Röstaromen zu kriegen. Und während das jetzt hier passiert, fange ich an und schneide mein Gemüse klein. Ich habe hier jetzt schon mal mein Suppengemüse liegen. Das werde ich jetzt schön klein schneiden. Und dann kommt das gleich, wenn mein Fleisch aus dem Topf raus ist, da rein, wird auch schön angeröstet. Und da machen wir dann unsere Soße draus. Et voilà. Die ersten Sachen sind schon mal klein geschnitten. Jetzt gucken wir mal eben in die Pfanne und sehen mal, was mein Dutch Oven da so macht. Weil ich glaube, dass mein Fleisch ist fertig. Et voilà. Boah, sieht das geil aus. Richtig gut. Ich glaube, das kann ich rausnehmen. Und dann können wir mit dem Gemüse gleich weitermachen. Das sieht doch richtig gut aus. Richtig genial. Klasse. Man glaubt es nicht, aber ich brauche tatsächlich diesen Handschuh, um den Deckel von dem Dutch Oven festzuhalten. Der war hier in der Sonne und ist so heiß geworden, dass ich den so nicht halten kann. Da brauche ich echt den Handschuh für. Was für ein Hammer. So, ich tue jetzt hier einfach mein Schwein rein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Denn das Schwein hier, das pfeift nicht mehr. Das ist vorbei mit dem Pfeifen. So, oh, ist das geil. Ich könnte das gleich jetzt schon so essen, aber das machen wir nachher. So, den tun wir erstmal zur Seite. Sellerie, Karotte. Die habe ich schön Chili, schön klein geschnitten. Wie immer, wem das zu scharf ist, Kerne raus, halb aufschneiden, Kerne rausnehmen mit dem Löffel. Oder halt nur eine halbe Chili da rein tun. Ich finde es ja so ein bisschen pikanter schön. Deshalb tun wir das
einfach zwei Stück da rein. Wir wollen ja ein bisschen was davon haben. So, das rösten wir jetzt hier ein bisschen an. Währenddessen werde ich jetzt noch mal schnell eine Zwiebel klein schneiden und ein bisschen Knobi. Zwiebel und Knoblauch habe ich da jetzt auch noch zugetan, wie man hier sehen kann. Jetzt rühren wir das Ganze mal ein bisschen um. Mmh. Sehr geil. So, umrühren. Das sieht alles schon richtig gut aus. Dann muss da jetzt ein bisschen Tomate rein. An Ermangelung von Tomatenmark nehme ich heute mal das gute Heinz Ketchup. Das geht genauso gut. Mmh. Das darf nun nicht so lange, weil sonst verbrennt mir das ja hier gleich. Ich hole jetzt meinen Kaffee und dann wird das Ganze gleich mit Kaffee abgelöscht. Kaffee ist da, jetzt wird das Ganze abgelöscht. Mit meinem schönen Nachmittagskaffee. Nein, nicht wirklich. Ich habe mir mal eben schnell hier meinen Nachmittagskaffee, den ich normalerweise mir koche, mit dieser Kanne, habe ich mir mal eben schnell gekocht und nehme den dafür. Das geht absolut super und gibt ein richtig geiles Flavor hier jetzt. Richtig gut. Und weil wir es nicht lassen können und wir hier auf geiles Flavor stehen, tun wir da noch richtig einen schönen Schuss Whisky mit rein. Das gibt eine Mega-Soße hier heute. So, wir haben jetzt da drin alles, was wir für unsere Soße brauchen, inklusive dem Whisky und dem Kaffee. Ich brühe das, ich fülle das nachher noch ein bisschen auf mit ein bisschen Brühe, aber ich tue da jetzt als nächstes erstmal das Fleisch wieder hinein. So, jetzt tun wir wieder schön unser Fleisch da wieder hinein. Ich hoffe, ich kann das Teil jetzt anfassen und muss nicht wieder den Handschuh anziehen. Ich kann das Ding überhaupt nicht halten, weil es so schwer ist. Bin so schwach, ich arme Sau. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr essen. Wo ich gerade so schön dabei bin, abzunehmen. So, jetzt tun wir das hier wieder hinein. Schön gleichmäßig. Und dann werden wir das gleich ein bisschen angießen mit Brühe. Und dann darf das Ganze noch mal irgendwie so 2-3 Stunden vor sich hin köcheln. Und dann können wir das essen. Ich weiß noch gar nicht, was ich als Beilage machen werde. Das entscheide ich irgendwie, wenn es soweit ist. So, das sieht doch schon geil aus. Jetzt tun wir da ein bisschen was rein. Der Nachbar fängt jetzt auch an zu mähen. Ist ja auch 1 Uhr. Dann kann man das ja auch tun. Und ich gieße das jetzt mal eben mit Brühe an. Fernbedienung leuchtet das Licht nicht mehr. Gestern gekauft, heute schon kaputt. Was für ein Schrott. Also, kauft euch keine Sony-Fernbedienung. Die geht schon am ersten Tag nicht mehr, wenn man sie benutzt. Ich gieße das jetzt mit so ein bisschen Brühe an. Und dann reduzieren wir das schön runter zu einer geilen Soße. So, mein Spanferkel ist da schön am Brützeln. Nur noch mal zu sagen, wo ich es her habe. Von Tellermitte habe ich das gekauft. Vor, ich glaube, 3 Wochen hatten die da so ein Angebot. Da habe ich das einfach gekauft. 1,6 Kilo Wahnsinnsfleisch. Das brützelt da jetzt so seit einer guten Dreiviertelstunde. Ich mache da jetzt gleich den Deckel drauf. Und dann lasse ich das noch mal eine gute Stunde so vor sich hin brutzeln. Dann ist die Soße schön eingedickt. Und dann geht das gleich weiter. Jetzt geht's los. Ich ziehe mir wieder meinen fetten Handschuh an. Und dann hole ich mir mal eben meinen Topf hier dazu. Den stellen wir mitten auf den Tisch. Oh, genial. So. Dann nehmen wir uns jetzt hier ein schönes Stückchen von dem Fleisch raus. Die sehen alle wunderschön. Echt klasse. Die wollen nur nicht. Oh, genial. Und der andere Teller kriegt natürlich auch ein schönes Stück Fleisch. Super. Ich habe jetzt die Soße nicht runter abgebunden oder irgendwas anderes damit gemacht. Ich habe die ja auch schon mich hingestellt und habe die mit dem Zauberstab ein bisschen noch verfeinert. Das mache ich alles gar nicht. Ich habe keinen Pfeffer, kein Salz dazu getan. Schmeckt trotzdem einfach nur geil. Ist das so gut oder möchtest du mehr? Nee, danke. Sehr gut. Meine Mutter steht hier schon im Anschlag. Die möchte gerne essen. Ich natürlich auch. Ich hoffe, euch gefällt das, was ihr hier seht. Ich gehe jetzt auch mal so ein bisschen zur Seite.
So ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Salat, ein bisschen Tomate und halt mein Spanferkel. So, das war unser Spanferkel-Krone im Dutch Oven gemacht. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich finde es ein geiles Gericht. Diese Soße dabei allein, oh, kann ich kaum reden, so genial ist die. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen dafür, würde mich extremst freuen. Habt ihr meinen Channel noch nicht abonniert, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Damit ihr kein Video verpasst, macht einfach oben die Glocke an. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn der Frank für den Foodblog Hamburg was kocht. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao, ciao.